Hallo Freunde der Tasten zu einer neuen Folge vom Kolibri zum Thema Schreibmaschinen. Heute dachte ich mir, bevor ich jetzt ein großes, umfangreiches Video zu meiner Gomina mache, mache ich erstmal ein, ja, Trailer zu Gomina, wo ich das Schreibmaschinenmanifest tippe. Allerdings nicht das Schreibmaschinenmanifest im Original, sondern in einer deutschen Übersetzung. Aber meine eigene Übersetzung. Es gibt bereits Übersetzungen in Deutsch. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Die sind okay, aber die fand ich jetzt irgendwie noch ein bisschen meh. Daher heute meine eigene. Wie ihr seht, Kamera ist neu. Ich habe jetzt direkt einen Draufblick auf die Schreibmaschine. Und neu ist auch hier unten Dauerwerbesendung. Einfach zur Sicherheit, dass ich rechtlich abgesichert bin, falls ich Produkte zeige oder erwähne, die aus irgendeinem Grund ihr käuflich erwerben könntet und euch eventuell durch mich beeinflusst fühlt, sie zu kaufen, muss ich halt rechtlich abgesichert sein, dass ihr informiert seid, dass das Werbung sein könnte. So. Ich mal beiseite. So. Füttern. Na, unten. Grob einstellen, dass es hier halbwegs gerade ist. So, dann die Zeilenhöhe. Ihr seht, ich habe es auf 2 gestellt. Das heißt, ich habe anderthalbfache Zeilenhöhe. Und falls ihr mein anderes Video schon gesehen habt, wisst ihr ja noch, hier kratzt das der Zeilenvorschub. Könnt eventuell auch sehen, dass da ein paar Kratzer bereits sind. Daher nehme ich die Klappe einmal ab. Und tippe ohne. Falls ihr das andere Video bereits gesehen habt, ihr wisst, das ist eine Groma Gromina. So, Groma Gromina. Dieses Exemplar ist von 1954. Gebaut wurde sie von 1950 oder 1951 bis 1955. Bis 1953 hatten sie aber noch nicht diesen Blechdeckel, sondern da war das hier noch fest. Und da gab es hier an den Seiten zwei so eine Flügel, die aufklappten. Und 1954 haben sie das dann halt in so einen Teil geändert. Genau. So. Fehlt ja natürlich noch der Papierstütze. So, Zeilenabstand ist da okay. Da auch okay. So. Ich habe jetzt die höhere oder die anderthalbfache Zeilenhöhe gewählt, weil das Manifest ist jetzt nicht so umfangreich. Und ich habe es mir jetzt schon auf dem Computer getippt und werde es jetzt einfach mal hier tippen. Weil ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen weiter rüber gehen. So. Okay. Jetzt habe ich mir Notizen gemacht. Erstmal 20 mal Leerzeichen. Okay. Ist doch gar nicht so wenig. Ja, wird schon passen. Und jetzt am Anfang schmiert die Gruina natürlich erstmal. Ui, schmiert aber heftig. Vertippt. Wird natürlich ein N hin. Aber warum tippe ich überhaupt? Okay, ich merke gerade, das passt nicht. Moment, das ist D. Das Leerzeichen.
Ihr seht ganz schön verschmiert. Okay, das klappt aber so scheinbar nicht wie gedacht. Egal. Das Papier nochmal raus. Fangen wir es nochmal von vorne an. Muss ich es wohl tatsächlich ein bisschen weiter holen. Manchmal nur 10. 10. Okay, das war nix. So. Ihr merkt vielleicht, ich mache kein richtiges Zehnfinger-Tippsystem. Ich habe es nie gelernt. Ich habe einfach im Laufe der Zeit, der Jahre, mein eigenes Tippsystem entwickelt. Ah, da blockiert er schon. Jetzt blockiert er schon wieder. Da. Passt gerade so. Weil das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen viel. Machen wir mal so. So. Zeithöhe, je mehr Rische. Einheitlichkeit. Ah, okay, Einheitlichkeit habe ich vertippt. Habe ich mich echt so hart vertippt? Na gut. Egal.
vorherrschen. Zu tippen. Ja. Ihr merkt schon, ich habe noch nicht so viel getippt auf dem Ding. Ausrufezeichen. Naja. Auf unserem Recht. Thank you.
Wieso ist denn das B so komisch? Den geschriebenen Gedanken. Irgendwie das Tinte eventuell nach. Wechsel ich mal die Richtung. So. Gedanken, Komma. So, und zwei. Fünf. Fertig. So. Zusammenbauen. So. Okay. Ihr seht, Oma am Anfang hat sie doch noch wieder ein bisschen geschmiert. Ich kopiere euch den Text auch unten ins Infofeld, falls ihr es selber abtippen wollt. Ja, aber ansonsten, also irgendwie habe ich das Komische, dass er am Anfang immer schmiert, wenn ich sie ein, zwei Tage stehen lassen habe und dann anfange zu schreiben, dann schmiert das Farbband am Anfang ein bisschen. Müsste man fast vorher einmal ein Blatt durchschieben, um sie sauber zu machen. Genau. Da sind jetzt ein paar Fehler beim Tippen entstanden. Ist nicht weiter schlimm. So ist es bei einer Schreibmaschine. Darum geht es eigentlich auch. Dass man nicht einfach wie am Computer Backspace machen kann und wieder was löschen kann, sondern dass man sieht, dass man auch Fehler gemacht hat. Wenn man es natürlich perfekt machen will, dann braucht man halt ein paar Versuche. Oder man macht sehr langsam. Ja, aber alles in einem. Ich hoffe, das Video war halbwegs interessant für euch. Wie gesagt, ein richtiges Video zu der Gromina mache ich noch. Könnte jetzt noch ein paar Tage dauern, sollte es aber eigentlich fertig sein. Ja, auf meinen anderen Schreibmaschinen werde ich das dann vielleicht ebenfalls tippen, dass ihr sehen könnt, wo der Unterschied ist. Aber alles in einem, alles gut. Bis dahin, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal. Lasst doch gerne ein Like da oder einen Kommentar und
Bis dann. Tschö.